Hallo, herzlich willkommen. Ich bin McLemmon. Ihr findet mich in diesem Internet und auf der kuscheligsten Mastodon-Instanz im Internet. Ich erzähle euch ein bisschen was über E-Mail. Eine kleine Geschichte, das ist der Horrorfilm in diesem Theater heute. Und wir beginnen in den frühen 60er Jahren. Da waren so Großrechner aktuell. Ein Großrechner, was ist das? Da stellen wir uns zunächst ganz dumm. Großrechner ist ein großer schwarzer Raum. Da ist ein Computer drinnen. Und an den Computer sind Terminals verbunden. Die können nichts, die rennen mit diesem großen Computer rum. Und die Menschen kommen natürlich auf die Idee, hey, wir sind alle User auf diesem Computer und wir wollen einander Nachrichten schicken und fangen an, Dateien hin und her zu schieben. Haben sie dann auch gemacht. Multiple Users, Single Host, aber da kann man schon Nachrichten verschicken. Ja, 69 gab es dann schon das über mehrere Computer, so zwei. Da war es noch überschaubar. Message, Send und Readmail hießen die Kommandos damals. 1970 beginnt dann unsere Zeitrechnung und 1971 hat Ray Tomlinson begonnen, jetzt haben wir mehrere User auf mehreren Hosts, irgendwie müssen wir unterscheiden, wer wo ist, und hat sich gedacht, da brauchen wir irgendeinen Character. Der Character war noch frei, haben wir den genommen, dass das auch noch zufällig im Englischen wie at gelesen wird, war dann so Bonus on top. Das heißt so, User at Host, Ray at 10XR oder so, war damals so genug für eine E-Mail-Adresse. Ja, Hostnamen, Domain-Name-System wird erst in den 80ern erfunden. Das heißt, da hat man noch Host-Files durch die Gegend geschickt mit IP-Adressen. Damals hat das noch funktioniert. 1973 wurden dann sowas wie Mail-Header spezifiziert. Da gab es dann schon RFCs dafür. 1975, das Message Transmission Protocol, MTP, war noch nicht so simpel. Aber damit hatte man schon eine Übertragungsmöglichkeit definiert. Und 77 wurde dann auch das Message-Format für die Nachrichten definiert. Und damit hatten wir eigentlich so E-Mail, ne? So eine Adressierungsmethode, eine Übertragungsmethode und wie die Inhalte ausschauen. Eigentlich alles, was man braucht. Das, was wir heutzutage so im Wesentlichen unter E-Mail verstehen, kam dann 1982, RFC 821. Das war SMTP, das Simple Mail Transfer Protocol, und RFC 822, das, was die meisten damit verbinden, ist eigentlich das Message-Format. Ja, 1982, wahrscheinlich sind ein paar im Raum vielleicht danach geboren. Ja, ich sehe Hände, okay, ja. E-Mail wird ja immer noch als neues Medium bezeichnet, ja. Gab es euer gesamtes Leben lang, neues Medium, ganz klarer Fall. In den deutschen Single-Charts, wir haben das extra recherchiert, danke an das Kamerakind Luto, Gottlieb Wendehals mit Polonaise Blankenese, der erste Single-Chart, Top-1-Hit in Deutschland damals. Kann man schon machen. Verwendet E-Mail noch wer von euch? Ist das? Okay, so knapp die Hälfte. Das gewöhne ich euch schon noch ab. Okay, wie funktioniert E-Mail so circa heutzutage? Ja, wir haben jetzt 2018, die Recordings werden ja noch in 300 Jahren auch geschaut. So, ne? Handy, Magic, E-Mail. Dann haben wir ein paar E-Mails bekommen. Okay, manchmal kommen da auch mehr. Aber das ist ungefähr das, wie Menschen verstehen, wie E-Mail funktioniert. Ja? Ich drücke da drauf und das ist es. In Wirklichkeit, ich verrate es euch, es ist etwas komplizierter als das. Und damit wir da jetzt von den gleichen Sachen reden, machen wir eine kurze Terminologie. Wir wiederholen das schnell, ihr kennt das alle. Wir haben eine Absenderin und wir haben eine Rezipientin. Wir nennen sie Absenderin und Rezipientin. Und die verwenden ein E-Mail-Programm. Das wird in der Mail-Terminologie als Mail-User-Agent bezeichnet, ein MUA. Und weil das ja von der Absenderin der MUA ist, ist das ein A-MUA. Toll, ne? Manchmal nennt man das auch ein Authoring Mail User Agent, weil die Absenderin ja die Autorin des E-Mails ist, dass da komponiert wird. Ne? So, sind wir mal da. Die will das verschicken. Was macht der MUA, das Mailprogramm? Das will sich irgendwo hin verbinden, um dieses E-Mail loszuwerden. Dafür gibt es den sogenannten Mail Submission Agent, MSA. Und der ist nicht dafür, als Submission Agent dafür zuständig, E-Mails zu unterwerfen. Da fehlt der Consent der E-Mails. Auch nicht, wenn ihr statt Linux FreeBSD oder OpenBDSM verwendet. Das funktioniert alles. Das heißt, die übertragen das Mail zum MSA, zum Mail Submission Agent.
Der Submission Agent denkt sich, ja, schön, jetzt habe ich das hier, was, ich will das loswerden, geht zum Mail Transport Agent und sagt, transportier das doch mal weiter, bitte. Ja? Das ist das, was landläufig so als Mail-Server bezeichnet wird. Und weil das ja der ist, der wegsendet, ist das jetzt mal unser Sending Mail Transport Agent. Und der ist ungefähr da. Ihr seht schon, da beginnt sich ein Spannungsbogen aufzubauen. Dann kommt der Mail Transport Agent, der reicht das dann einfach mal weiter. Das kann einer sein, das können auch mehrere sein, die das so weiter relayen. Genau weiß man das nicht manchmal. Und dann irgendwann soll dieses Mail ja auch von wem empfangen werden können. Dazu müsste es erstmal wieder ein Mail-Server entgegennehmen, wo das dann landet. Ein Receiving Mail Transport Agent, also da wird viel transportiert, sehen wir schon. Das wäre dann sowas wie Postfix oder Exim oder Qmail oder solche Sachen. Vielleicht verwendet ihr das ja, oder OpenSMTPD. Ja, und wenn das da ist, dann weiß dieser Mail Transport Agent, der ist ja nur für Transport zuständig, aber der will das ja zustellen, also delivern. Brauchen wir einen Mail Delivery Agent. Das ist dann so Postfix, also nicht mehr Postfix, sondern so Dovecat oder Cyrus IMAPD oder solche Sachen. Und der hält jetzt mal das E-Mail fest und wartet, bis unsere Rezipientin kommt, um das E-Mail entgegenzunehmen. Also dieser Receiving Mail User Agent, und der schiebt das dann weiter, wenn die Rezipientin kommt mit ihrem Receiving Mail User Agent und das abholen will, und dann ist das E-Mail zugestellt. Schön, ne? Auch nicht viel komplexer als der Regenbogen vorher. Naja, ihr ahnt schon etwas, ne? Damit diese ganzen Agents da miteinander reden können, brauchen sie eine gemeinsame Sprache jeweils, also zumindest für jede Teilverbindung. Wir nennen das Protokolle. Und da gibt es deren viele. Zwischen dem Authoring Mail User Agent und dem Mail Submission Agent, das ist so diese Ecke da, ja, also diese Ecke da, ja, genau. Können wir jetzt mal schauen, was dieses E-Mail so unterwegs alles erlebt hat. Submission, das Protokoll heißt so, nein, Clients reden mit Submission Agents nicht SMTP, weit verbreiteter Irrtum. Manche Mail-Clients glauben das sogar, Unsinn, die reden Submission. Das Protokoll ist fast gleich wie SMTP, aber eben nur fast. Das heißt, wie funktioniert das grob? Ihr müsst das nicht lesen können, das ist bewusst zu klein für euch. Ja? User Agent verbindet sich mit Submission Agent. Submission Agent sagt Hallo. Client sagt Hallo. Wollen wir mal Krypto anmachen? Start TLS. So, sagt, ja, machen wir. Ist okay. Ab da ist die Verbindung verschlüsselt. Und da wir ja eigentlich selber der User Agent sind, haben wir natürlich die Keys, und in Wirklichkeit sieht das dann so aus. Der Mail-Server sagt, ja, authentifizieren Sie sich mal, wer sind Sie eigentlich? Dürfen Sie das? Client sagt, ja, authenticate mich mal mit so Username, Passwort, mit nach einer bestimmten Methode. Mail-Server sagt, okay, passt, schick mal Mail. Und dann kommt halt, von wem kommt das Mail, an wen geht das Mail? Dann das eigentliche E-Mail, also so textliche Inhalte. Kommt ja vor, dass Menschen noch Text schreiben. Und wenn das dann fertig ist, sagt der Mail-Server so, ja, okay, ist in der Queue. Wieder schauen. Eigentlich relativ simpel. Ja, dann ist es in der Incoming Queue. Da wird das nochmal kurz aufgeräumt und ein bisschen gestreichelt, damit es sich wohlfühlt. Und dann kommt der Mail-Submission-Agent und sagt, du Transport-Agent, ich habe da was für dich. Ja, das ist dann der Teil. Das kommt dann in eine Mail-Queue, und dieser Server und Client, die reden da miteinander immer noch sowas wie SMTP, der droppt das da hinein und dann wird das weitergereicht. Dann sagt dieser sendende Mail-Server, ja, für mich ist das nicht, sonst könnte ich es ja gleich behalten, ich muss das jetzt irgendwo hinschicken über dieses Internet. Und sagt, na gut, machen wir eine Verbindung zwischen dem sendenden und dem empfangenden Mail-Server. Dazwischen können ja noch andere liegen, die ignorieren wir jetzt mal, weil das ist immer das Gleiche, nur halt dann fünfmal statt einmal. Sieht doch gleich freundlicher aus. Ne? Und da kommt jetzt eben ein Protokoll zum Einsatz, das ist Simple Mail Transfer Protocol. Das ist wirklich relativ simpel, das kann man auch von Hand schreiben, wenn man mag. Also mit Telnet mal hinverbinden. Beim Start TLS wird es dann eine kurze Challenge, geht aber dann relativ einfach weiter. Und wenn jetzt so ein SMTP-Server sagt, E-Mail, da ist eine Adresse. Woher weiß denn der Mail-Server, wo er das hinschicken soll? Hände, Ideen. Schreit es mir raus. Ja, sagen, einfach sagen. MX-Record, ach, ein gutes Publikum. Oder E-Records, genau. Also, oder Quad-E-Records, die sind noch viel besser. IP ist immer besser als Legacy-IP. Also, vorgesehen dafür ist der MX-Record, der sogenannte Mail-Exchanger.
und den könnt ihr, wenn ihr so ein Terminal zur Hand habt, mal kurz abfragen, ja, host-t mx und dann kriegt ihr raus, okay, der CCC Mannheim handelt die E-Mails für die MAM-CD. Danke an den CCC Mannheim an dieser Stelle. Sehr cool. Wenn jetzt diese Mail-Server miteinander reden, dann sagt wieder der eine Mail-Server zum anderen so, hallo, ich bin der. Sagt der andere, ja, hallo, ich bin auch der. Dann so, und ich kann übrigens diese Dinge, so eine lange Liste an Fähigkeiten, das ist alles recht schön. Und dann sagen die wieder so wie vorher, ja, ich habe da ein Mail an so und so und CC an so und so und das ist der Inhalt. Und wenn sie fertig sind, dann wird wieder brav auf Wiedersehen gesagt. Auch schön. Ist jetzt nicht so komplex. Und dann hat der Receiving MTA dieses E-Mail und reicht es jetzt weiter an den Delivery Agent. Ja, die reden jetzt natürlich nicht SMTP, sondern ist ja eher lokale Sache dann, ne? Sondern die reden LMTP, Local Mail Transport Protocol. Wer hätte es gedacht? Das ist auch stark verwandt wie SMTP, könnte man es jetzt fast raten. Hat einen kleinen Unterschied. Wer genau aufgepasst hat vorher, hat schon gesehen, wenn ich dann Recipient angebe, dann werden die halt einfach mal gefressen von einem Mail Transport Agent, bei einem Delivery Agent nicht, die werden einzeln bestätigt, weil es könnte ja sein, dass eine Adresse nicht geht. Also wenn filmriss.mamcd gerade schlicht verfügbar ist, dann sagt, nö, nehme ich nicht. Und alle anderen Adressen werden dann einzeln bestätigt. Aber ansonsten ist das alles sehr artverwandt. Der Delivery Agent, ne, der will ja, dass irgendwie auch wieder, dass das Mail wieder wegkommt und los wird und gelesen werden kann. Das ist dann die letzte Ecke. Und da gibt es zwei Protokolle, die sich so im Open-Source-Bereich durchgesetzt haben. Das eine ist IMAP, das Internet Message Access Protocol. Da synchronisieren sich Mail Delivery Agent und Mail User Agent miteinander, dass sie immer irgendwie so den gleichen Stand haben. Und das ist sehr praktisch, wenn man mehrere Clients hat, so irgendwie ein Mobiltelefon und einen Laptop und einen zweiten Laptop und dann noch irgendwo was anderes. Auf der Armbanduhr, das ist so Schwachsinn. Und dann gibt es aber noch andere Protokolle, das ist das POP, das Post Office Protocol. Und da geht der Delivery Agent her und sagt, du, ich habe Mails. Der User Agent sagt, gib mal her. Und ab dann reden sie nicht mehr drüber. So, was am User Agent passiert, bleibt am User Agent. Ja? Ja, also das ist so der Spannungsbogen, mit dem wir uns heute befassen. Und wenn wir uns anschauen, was jetzt so auf einer Kiste eigentlich drauf ist, so, wie schaut so eine Box als Mail-Server aus, da ist ungefähr das drauf. Weil in die andere Richtung ist ja auch nur das Gleiche. Also Transport Agent, Submission Agent, Delivery Agent, das ist üblicherweise so eine Kiste im kleinen Mailset. Kann auch eine große Kiste sein oder mehrere Kisten, kann man aufteilen nach Bedarf. Gut, was brauchen wir denn noch so, damit E-Mail ordentlich funktioniert? Ja, DNS, Domain Name System hatten wir schon. Wir brauchen einen Mail Exchanger Record, damit andere Mail-Server nachschauen können, wo sie denn jetzt diese E-Mails wieder loswerden können. Oh. Jetzt will aber so ein Mail-Server, der Mails empfängt, auch wissen, ob der da was schickt, der Mail-Transport-Agent, darf der das überhaupt? Ist der zuständig dafür? Dafür ist irgendwie nichts vorgesehen gewesen, so in den 80ern. Ne? Werden wir noch öfter sehen. Aber das wurde ja erweitert immer wieder mal. Deswegen gibt es das Sender Policy Framework, SPF. Da gibt es einen DNS-Record, das ist ein Text-Record, ein ganz simpler. Da steht das drinnen, nämlich, ich bin ein SPF-Record. Für meine Domain dürfen jetzt alle, die einen MX-Eintrag haben, Mails senden. Die eine Legacy-IP und die andere IP. Und, oder beziehungsweise das ist eine Subnet. Und minus all heißt, und alle anderen, die daherkommen, sind nicht zuständig. Es ist nur so ein Hinweis. SPF erlaubt nicht, E-Mails abzuweisen deswegen, sondern du kannst sie dann selber bewerten. Nebenwirkung davon ist, wenn ich jetzt ein E-Mail forwarde, stimmt natürlich jetzt die Absendeadresse und die Domain von dem Server irgendwie nicht mehr zusammen und dann breakt das. Das ist problematisch. Ja? Wenn das nicht so wäre, wäre das ganze SPF für die Fische, also muss das so sein. Hat man sich was überlegt? Da gibt es das Sender Rewriting Scheme, SPF SRS. Ach, diese Kurzbezeichnung ist immer wundervoll. Und SPF ist einfach nur ein DNS-Record, da muss man sonst auf keinem Mail-Server was konfigurieren. Das ist prinzipiell bequem und easy umgesetzt. SRS, da muss ich auf dem Mail-Server was konfigurieren, das müssen aber alle anderen machen. Das mache ich nicht auf meinem Mail-Server. Das heißt, wenn ihr für euch SPF-Records setzt, seid doch lieb zu den anderen und macht auch gleich SRS auf eurem eigenen Mail-Server. Ja? Weil
dann funktioniert das mit dem Forwarden auch wieder, weil der Envelope wird dann angepasst und dann geht das. Wenn ihr das noch nicht habt, ist easy umzusetzen, schaut euch das an. Aufwendiger, Domain Key Identified Mail, DKIM, wollt ihr prinzipiell auch haben. Das signiert euer Mail-Server, der ausgehend ist, Teile von den Headern und den Body mit einem eigenen RSA-Key. Der hat nichts mit dem TLS zu tun, das ist ein komplett eigener Key. Und ihr braucht dann noch einen Selector. Ein Selector ist nichts anderes als ein Textstring, den ihr euch ausdenkt. Textstring in E-Mail-Notation heißt 7-Bit ASCII. Keine Emojis. Ja? Nicht. Also U plus irgendwas geht noch, aber schaut dann so aus. Fruity Unix, das ist jetzt von meinem Mail-Server der Selector. Und dann underscore domain key, dort mit clemon.at. Damit könnt ihr den im DNS abfragen. Da steht dann drinnen, ich bin in DKIM-Record. Übrigens, ich hashe meine E-Mails mit diesen Hash-Funktionen. SHA-2-Klasse. Der Key-Typ ist ein RSA. T ist gleich S, heißt, ich bin in Produktion und kein Test. Und das Ganze ist gültig für E-Mails und dann folgt so ein Base64-Encoder Public Key. Das hat ein paar Probleme gelegentlich. Also das überlebt Forwarding, das ist gut. Und hält auch eine gewisse Integrität der E-Mails vor. Andere Mail-Server können damit feststellen, ob E-Mails, die behaupten, von meiner Domain sind, wirklich von einem meiner Mail-Server gekommen sind. Und meine Mail-Server können das mit einer Signatur beweisen, das ist gut. Und werden daher bei anderen weniger wahrscheinlich als Spam markiert, das ist gut für mich. Und die Nachteile sind, ihr braucht ein Plugin für euren Mail-Server, der das macht. Ihr braucht einen DNS-Record dazu. Und wenn ihr Keys größer 1024-Bit RSA verwendet, was ich dringend anraten kann, so Minimum 2048, werdet ihr viel Spaß mit diversen Webinterfaces von eurem Domain-Hoster haben, die nämlich dann mit so mehrzeiligen DNS-Einträgen und so gar nicht zurechtkommen, Dinge silent abschneiden, Anführungszeichen ersetzen. Lauter so Blödsinn, ihr könnt da ganz viel Gutes tun, indem ihr Bugs an eure DNS-Provider feilt. Aber dann funktioniert das, die Dinge sind nämlich fürchterlich hin. So. Jetzt schickt ihr Mails, die sind auch signiert, aber ob das jetzt geklappt hat bei anderen, ob das ankommt, wenn da was schief geht, ihr erfahrt es nicht. Dafür gibt es DMARC, Domain-Based Message Authentication, schön, und Reporting and Conformance, ja, sehr schön. Damit erfahren wir jetzt, wenn irgendwo ein anderer Mail-Server sagt, ja, das SPF stimmt aber nicht oder das DKIM stimmt aber nicht, dann erfahrt ihr das, weil, hier ratet, ein DNS-Record, das ist eigentlich der DNS-Vortrag heute, da ist auch wieder so, underscore dmarc.domäne und ich bin ein dmarc-Record. Wenn da irgendwas schief geht, dann nimm mein E-Mail mal in Quarantäne. Ja, so, mach dann Maschall dran. Oder mach nichts oder weise es einfach ab, mit wenn DKIM und SPF fehlschlagen und die dmarc-Policy dazu sagt, du darfst das abweisen, dann kannst du es auch tun. Und Ruhe und Ruf sagen im Prinzip nur, und wo sollen jetzt die Reports, wenn da was schiefgegangen ist, eigentlich hingehen? Und dann kriegt ihr nach einem bestimmten Format, in einem bestimmten Intervall, E-Mails von anderen Mail-Servern. Toll, jetzt schreiben euch schon E-Mail-Server, Mails, nicht nur Menschen. Und sagen euch dann so, und übrigens, da ist irgendwas nicht so gewesen, wie es sein sollte. Ist cool, kann man darauf reagieren. Also nicht gleich alles voll scharf schalten, sondern stückchenweise aufdrehen und vor allem schauen, was passiert, indem ihr diese DMARC-Reports lest. Ist human-readable, also XML, ist überhaupt kein Problem. Nachdem jetzt Domains nicht immer so eindeutig zuzuordnen sind, weil so mmcd.net ist ja noch einfach, da ist so Top-Level-Domain und Domain und firma.co.uk, wo ist jetzt die Domain, wo ist die Subdomain? Es wird schwierig, davon gibt es derer viele. Deswegen gibt es ein von der Mozilla Foundation initiiertes Projekt, das heißt Public Suffix, wir probieren es nochmal, Public Suffix List. Und dort sind diese Zuordnungen, was jetzt wo genau zu trennen ist und wo sind organisatorische Einheiten in Firmen, weil davon weiß das DNS natürlich gar nichts, vermerkt. Das wird von Menschen gepflegt, das ist jetzt inzwischen ein Community-Projekt. Das heißt, ihr müsst eure Mails aber auch noch beibringen, dass ihr diese Public Suffix List regelmäßig runterlädt, damit die DMARC-Überprüfung dort auch funktionieren kann. Ja. Vorteile von DMARC für euch. Andere Mail-Server bekommen einen Hint, wie sie mit E-Mails, die irgendwie nicht so koscher aussehen, umgehen sollen. Ihr solltet es auf jeden Fall einsetzen, wenn ihr SPF oder DKIM oder beides einsetzt. Es gibt keinen Zwang, dass SPF und DKIM immer gemeinsam eingesetzt werden müssen, auch ein Irrglaube. Und wenn beides korrekt validiert, ist für den anderen Mail-Server die Chance recht gut, dass das echt ist. Also
tut euch selbst was Gutes. Nachteile, ihr habt es geraten, braucht ein Plugin für den Mail-Server und eben DNS-Einträge. Müsst ihr halt alles auch warten, das muss halt irgendwo eingetragen werden. Wenn wir uns jetzt so einen groben Blockdiagramm anschauen, ja, dann ist jetzt aus unserem Mail-Transport-Agent ist jetzt schon so DKIM, SPF, SRS, DMARC, PSL, das macht der jetzt schon mal. Ne? Das ist so ein Teil von dem Regenbogen. Ne? Gut, was wollen wir noch? Krypto. TLS und Start-TLS, ne? Ist halt schon eher zeitgemäß inzwischen, hat sich langsam durchgesetzt. Let's Encrypt ist praktisch, kosten die Zertifikate nichts, kann man automatisieren. Braucht man halt irgendwas, was diese ACME-Challenges, die da gebraucht werden zum Zertifikate erstellen, ausliefern kann auf Port 80. Ein Webserver wird sich anbieten. Ging natürlich auch einfacher, aber nehmen wir gleich einen Webserver, vielleicht braucht man später noch. Ist immer gut, einen Webserver in der Tasche zu haben. Und dann braucht ihr halt noch irgendwas, was dieses ganze ACME-Protokoll für die Zertifikate spricht. Mein Favorite ist da Dehydrated. Das ist so ein ziemlich wüstes Shell-Skript, aber funktioniert sehr zuverlässig. Oder wenn ihr die Python-Lösungen möchtet, dann könnt ihr auch den Zertbot von der IFF verwenden. Jo. Vorteile von TLS, ja, so wir leaken keine Usernamen, Passwörter und ganze E-Mails, wenn sie abgeholt oder versendet werden von irgendwelchen Mail-User-Agents. Privatsphäre technisch hat Gerüchten zufolge auch gewisse Vorteile. Und ein kleines Problem ist halt dabei, RFC 5321 und 5322, die sehen, also 5321 eigentlich, sehen vor, wenn die Krypto nicht geht, dann machen wir es halt Plaintext. Ist vorgeschrieben. Ist eher doof, ne? Also Krypto beim Mailversenden zwischen Mail Transport Agents ist eher opportunistisch. So, in guter Hoffnung machen wir das und hoffen, dass nichts passiert. Hilft also eigentlich nur gegen passive Leute, die nur schauen. An denen kann ich das dann vorbei machen. Wenn jemand aktiv in die Kommunikation eingreift und dieses Start-TLS-Kommando einfach frisst, dann machen die zwei Plaintext weiter. Ja. Und in der Realität checkt halt kaum ein Mail-Server wirklich Zertifikatsketten. So, da kommt irgendein Key und irgendein Zertifikat, ja, passt schon. Also ob das echt ist, self-signed, für seit 4 Jahren abgelaufen, nobody cares. Ihr werdet auch Zertifikate im Internet finden, die länger als 4 Jahre abgelaufen sind. Ja, Nachteile, muss halt auch maintained werden. Das heißt, ihr müsst so im Ablauf von jeweils 3 Monaten euren Let's Encrypt-Skript-Setup debuggen. Öfter macht man es ja nicht, man erfährt ja vorher nicht, ob es nicht doch wieder geklappt hat. Und eben, ja, das ist so mehr die Hoffnung. Also, jetzt haben wir dazu so noch, sagen wir mal, einen Nginx und so ein Let's Encrypt-Setup. Kommt dazu. Ja, jetzt kommen User. User wollen E-Mails filtern. Userinnen auch. Was bilden die sich alle ein? Ja, so. Was wollen die machen? Die wollen Mailinglisten einsortieren in irgendwelche Postfächer. Die wollen E-Mails automatisch weiterleiten. Und das Allerwichtigste, die Out-of-Office-Benachrichtigung, wenn Urlaub kommt. Ja. Damit kriegt ihr Support-Calls 6 Uhr in der Früh. Da führt kein Weg dran vorbei. Das muss funktionieren. Ja. Und so, wenn ihr ein Mailsystem administriert, auch praktisch, man kann dann auch automatisch die Heerschar an Userinnen einspannen, dass sie automatisch euren Junkfilter trainieren. Ja? So, gut. Was haben wir jetzt noch dazu? Da unten bei diesem Mail Delivery Agent ist jetzt noch so ein Sieve, weil das macht diese Regeln am Server. Sieve ist ja so mehr eine Programmiersprache und ein Compiler. Also für Userinnen und User total geeignet. Weil die stehen drauf, dass sie Code schreiben und dann über irgendein krudes Interface in einem Plugin in Thunderbird als Text submitten. Schickeres Interface wäre schon nett, ne? Manchmal zumindest. Auch nicht alle User Agents haben so eine Möglichkeit, Sieve zu konfigurieren. Ja, gut, mache ich halt ein Webmail, ne? Muss halt sein. Da gibt es dann so ein kleines Ding, da klicke ich drauf, kann ich sagen, hier, ich bin im Urlaub, bis dann und dann, mach. Macht's bequem, ne? Reduziert die Support-Calls, nehmen wir. Round-Cube oder Rain-Loop oder sowas sind da recht nette Dinge. Die stehen auch hübsch aus, funktionieren halbwegs auf so mobilen Clients auch. Ja, jetzt haben wir uns halt ein Webmail-Interface eingetreten, PHP, vielleicht noch eine SQLite-Datenbank lokal, aber die, ja, ist alles relativ easy. Aber so ein Webmail-Interface sollten wir halt auch über HTTPS ausliefern. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch ein Krypto-Setup für einen Webserver konfigurieren. Ja, die Zertifikate von Let's Encrypt sind ja eh schon da. Nehmen wir gleich die Synergieeffekte. Ja, Spam gibt es auch. Irgendwie mögen Userinnen das normalerweise nicht so.
Habe ich gehört. Damit wir das in den Griff kriegen, brauchen wir wieder Zusatzzeug. Ne? Da gibt es mal so Blocklisten, die wohnen auch im DNS. Ja. Was da ganz gut funktioniert, ist so zen.spamhaus.org, so eine klassische Blockliste. Kommt eine E-Mail rein, dann werden da ganz viele DNS-Anfragen gemacht und nachgeschaut, ob das denn okay ist und so weiter. Braucht ihr wieder DNS-Haufen dazu und für den deutschsprachigen Raum auch sehr empfehlenswert vom IX und Heise betrieben, die Nix-Spam-Projektliste, die gibt es auf, wo sind meine Schummelzeilen? Da, ix.dnspl.manitou.net, Manitou ist so ein Hoster-Provider und die hosten das dankenswerterweise. Das Coole von dieser Liste ist, wenn ihr da drauf landet, nach ein paar Stunden seid ihr automatisch wieder draußen, wenn ihr euren Setup gefixt habt. Ihr könnt auch mit einem ganz einfachen Formular euch selber wieder austragen. Und die Liste ist sehr aktuell, vor allem mit Spam im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wenn ihr irgendwie mit deutschen oder österreichischen oder schweizerischen oder Liechtensteiner Mailservern zu tun habt gelegentlich, das ist so eine Blockliste, die ihr verwenden wollt. Ist gut. Ist auch eine relativ billige Methode jetzt von der Serverlast, sofern ihr nicht den DNS-Server betreibt. Dann gibt es noch dieses Graylisting, ob mit E oder mit A, lasse ich euch über, da die Regel gesmatcht. Beim Graylisting geht es darum, ich weiß mal jedes E-Mail, das da daherkommen will, so temporär ab und sagt, na komm später wieder, mag ich nicht. Weil SMTP sieht vor, wenn es jetzt gerade nicht geht, probiere ich es halt später wieder. So eine Spam-Schleuder probiert es halt meistens nicht später wieder und damit bin ich ein Spam-E-Mail losgeworden oder 87 Millionen. Der Nachteil ist, dass jedes E-Mail halt mal abgewiesen wird und dann später wieder probiert wird. Dieses später mögen die Userinnen wieder nicht. Dann gibt es halt auch noch, der Luto hat gesagt, unser Kamerakind, ich soll das explizit sagen und dass er dagegen ist. Er hat auch gesagt, dass ich das nicht sagen soll, aber da hat er jetzt nicht viel mitzureden. So große Provider wie Google oder Outlook.com oder Apple mit iCloud und so, die tun halt gelegentlich auch mal so ein bisschen, was sie wollen. Das heißt, die haben nicht einen Mail-Server, die haben so einen Cluster und dann kommt der erste Node von dem Cluster, sagt, hey, hier ist ein E-Mail. Sagt mein Server so, hier ist ein Mashal mit meinem Graylisting-Mashal. Das merkst du dir und dann kommst du später wieder. Und sagt er, ja, okay. Kommt der nächste Cluster Node und sagt, du, ich habe da ein E-Mail. Und sagt, dich kenne ich noch nicht, hier ist ein Mashal. Dann kommt der nächste Node. Ihr seht schon, wo das hinführt. 6 Stunden später sind wir durch den Cluster einmal durch. Dann kommt der erste zurück und sagt, und hier ist mein Mashal, so, ja, das ist abgelaufen. Ne? Kann dann also ein wenig zu initialen Verzögerungen bei der Übertragung führen. Kommt meistens auch nicht so gut an. Userin hupft ungefähr so hoch, zu Recht, weil ist halt im Business irgendwie unpraktisch. Ja, auch schwierig dabei eben so, aus Sicht von diesen großen Mail-Providern ist halt so jetzt, die IP-Adresse von dem Cluster-Node, die war relativ dynamisch und den habe ich vor 4 Stunden mal so für 30 Sekunden gespawnt, der ist schon lange wieder weg. Das Mashal haben wir mitvernichtet, weil State gibt es keinen. Und sich in den Dimensionen State zu merken, ist aufwendig und teuer. Damit macht man das irgendwie ungern. Und ja, so, es gibt halt nicht nur echte Mail-Server, die Mails schicken. Ne? So Webserver mit einem Formular, Fire and Forget. Dass das nicht angekommen ist, ist dem Webserver wurscht. Der ist ja nicht dafür zuständig, E-Mails zu schicken. Also, hier ist dein Formular. Habe ich nie gesehen. HTTP ist stateless. Die Mail-Zustellung von dem Formular ist auch relativ stateless. Ja, so, weg ist es. Fast schon UDP. Wie kriegen wir das in den Griff? Ja, wenn es Blocklisten gibt, gibt es auch so das Gegenteil dazu. Da kann ich jetzt die IP-Ranges von diesen großen Providern eintragen und sagen, ja, ich glaube schon, die werden das schon im Griff haben. Dann nehme ich das halt auf jeden Fall an. Damit habt ihr zumindest mal das Problem mit den Verzögerungen bei den Großen im Griff. Das mit den Formularen ist schwieriger, weil ihr wisst halt nicht, welcher popelige Webserver irgendwo ein Formular verschicken will plötzlich oder ein Flugticket oder irgendwelchen Krempel. Ja, müsst ihr halt dann von Hand ein bisschen pflegen. Das heißt, ihr habt jetzt da dazu bekommen zu eurem kuscheligen kleinen Setup ein Graylisting, DNS-Whitelisting, DNS-Blocklisting und ihr managt diese Listen teilweise automatisch über DNS und teilweise von Hand. So Textlisten mit IP-Adressen und Hostnamen und dann kommt so ein Westasiate mit einem Fastflugsnetzwerk und bis ihr fertig seid, das einzutragen, sind die Nodes schon wieder ganz woanders. Wird Aufwand, ne?
Spam kommt auch noch in anderen Varianten daher. Wenn ich sie mit diesen DNS-basierten und IP-basierten Methoden nicht in den Griff kriege, dann muss ich halt den Spam irgendwie genauer anschauen, wenn er schon mal bis überhaupt so weit gekommen ist, dass ich ihn annehme. Da gibt es den klassischen kleinen Horrorladen. Ja, ihr kennt das. Die Trifecta aus Amavis DNU, Spam Assassin und irgendwie so Razor. Amavis DNU ist so die Perl-Drehscheibe. Da werft ihr so im Mail-Server ein Mail ein und der verteilt das dann mal an alle möglichen anderen Dinge, die sich das anschauen. Spam Assassin bohrt dann ein bisschen drin rum, macht so Textanalysen, macht vielleicht sogar irgendwie eine Bildanalyse mit Hashes. Also kenne ich diese Geschlechtsteilverlängerung schon oder so. Irgendwann habt ihr dann halt ja, genug davon gekauft. Und Razor ist halt so ein sogenanntes föderiertes, kollaboratives Filternetzwerk. Der Vorteil von großen Anbietern ist, die sehen halt auch sehr viele E-Mails. Das heißt, die können Statistik alleine fahren. Mit eurem kleinen Mail-Server, mit euren 1,5 bis 3 Domains wird das schwierig, weil das ist statistisch irgendwie nicht so relevant, was da reinkommt. Und mit Razor oder äquivalent dazu Python-Implementation Pyzor könnt ihr dann mit anderen Mail-Servern diese Erfahrungen und Statistiken von euch mit anderen gemeinsam verbraten und dann kriegt ihr auch sowas Ähnliches raus, wie eben die großen Anbieter alleine machen können. Gut, diese Perl-Monstren wie Amavis DNU und Spam Assassin sind halt ein bisschen problematisch, weil sie sind relativ alt, sie sind nicht besonders performant und wenn ihr an einem Perl-Modul ein Update macht, fallen euch 37 andere um. Auch nicht so optimal. Etwas modernere Lösungen, wollt ihr euch vielleicht mal ansehen, wäre RSpamD. Kommt aus der BSD-Welt, ist jetzt nicht mehr in Perl geschrieben, sondern eher so in C und Assembler. Klingt schon schneller, ne? Hat auch ungefähr den 10-fachen Durchsatz von dem Spam Assassin. Das ist jetzt mit einer moderneren Filter-Engine, das kann auch diese DNS-Listen, Blocklisten und so verwalten und integrieren. Eines von den praktischen Dingen ist, RSpamD kann so On-Demand-Graylisten. Also der wird quasi bei der Mail-Übertragung schon mit involviert als Milter, sogar der Mail-Filter. Und wenn euer Mail-Server nicht mehr alles graylistet, sondern nur mehr, wenn der RSpamD sagt, so, das ist schon irgendwie so komisch, das graylisten wir mal und schauen, ob es wiederkommt. Und wenn ja, dann schauen wir es uns genauer an. Aber die anderen Sachen, die nicht so komisch ausschauen, die graylisten wir nicht, die schauen wir uns gleich an und lassen wir sie durch. Damit kriegt ihr diese Mailverzögerung mit dem Graylisting in den Griff. Das funktioniert sehr gut, habt ihr davon viele Vorteile und eben reduziert diese Verzögerungen, diese initialen. Die Spam-Erkennung ist auch sehr, sehr gut. Ihr könnt das auch noch lustig skripten mit Lua, wenn ihr wollt. Und RSpamD kann auch dieses SPF überprüfen, DKIM überprüfen, DMARC überprüfen für euch erledigen und kann auch diese DMARC-Reports für andere Mail-Server, die sie anfordern, sammeln und auch verschicken. Das heißt, da könnt ihr relativ viel auf einmal damit erschlagen und DKIM kann, er kann auch diese DKIM-Signaturen, wenn ihr Mails versendet, erstellen. Mache ich persönlich nicht so, aber könnt ihr damit auch tun. Das Ding will natürlich Performance haben, das heißt, es kann optional noch über Redis cachen. Es bringt auch durchaus was. Und wenn ihr ja, nachdem ihr ja eh schon für die Urlaubsabwesenheiten einen Sieve und Manage Sieve Server laufen habt, könnt ihr dem auch noch beibringen, wenn eine Userin herkommt, eine E-Mail nimmt, das kommt in den Spam-Ordner, da wird das reingeschoben, dann triggert das ein Sieve-Skript und das Sieve-Skript sagt, du RSpamD, ich hab da ein E-Mail bekommen, lern mal, das ist Spam. Und wenn man aus dem Junk-Ordner ein Mail rauszieht, dann geht das Sieve-Skript wieder hin und sagt, du RSpamD, ich hab da ein Mail, das ist Hem, das ist ein gutes, lern das mal. Das heißt, ihr könnt quasi so eine Horde von Userinnen natürlich mit deren Consent dazu anhalten, gemeinsam gegen die Spam-Bekämpfung aufzutreten. Funktioniert wirklich sehr gut. Jetzt habt ihr da so ein RSpamD, diese ganzen Realtime-Blocklisten, Graylisting, ihr habt noch eine Redis-Datenbank zum Cachen dabei und wenn das kann jetzt hey, OCR und neurale Netzwerke und Blocklisten und hat auch noch ein Webinterface dazu, da kann ich das konfigurieren. Ich habe schon einen Webserver, praktisch, ne? Das kann ich jetzt da so durchproxien, noch ein HTTP-Out davor knallen, weil ich will ja meinen Spam-Filter nicht ins Internet stellen, sonst kommt so ein Spammer und so. Ich konfiguriere den mal um. Und wenn die Performance nicht reicht, könnt ihr nicht nur einen RSpamD betreiben. Nein, ihr könnt das clustern. Ihr könnt da 5 dahinter hängen. Auf einmal habt ihr nicht einen RSpamD, sondern 20. Cool, oder? Mail-Setup wird immer größer.
mehr Sachen zum Spielen. Finde ich super. Gelegentlich kommt dann auch Malware daher. Also so, wer mit Windows-Menschen zu tun hat, die leiden darunter. Da kommt dann so ein Word-File oder ein Excel-Sheet, das meint, ich bin jetzt eine 3D-Render-Engine. Da könnt ihr ein Adventure... Gibt's wirklich. Also, das sind die Leute, die auch... Die Makros will man sehen, ja? Das funktioniert. Gibt's tatsächlich, diese Dinge. Aber ja, will man halt jetzt so normalerweise in der Buchhaltung auch nicht haben, ne? Den ganzen Krempel. Sehr gut, immer Bewerbungsunterlagen, die werden auf jeden Fall aufgemacht. Das heißt, wenn da Malware dabei ist oder Makroviren oder solcher Krempel, das will man rausfiltern. Das heißt auch, da kommt irgend so ein ZIP-Archiv oder ein 7-ZIP oder ein ZOO oder ARJ oder irgendwas. Das Ding muss einfach mal jeden Krempel aufmachen können und reinschauen. Das heißt, ihr habt auf einmal ganz viele so Unpacking-Dinge, teilweise aus den 80er Jahren, die irgendwelche Archive aufmachen können, um da hineinzuschauen. Macht man heutzutage üblicherweise im Open-Source-Bereich so ClamAV, ne? Hat eine Erkennungsrate von 20-30% an trockenen Dienstagen im November. Ist jetzt nicht so prickelnd, da geht noch was. Es gibt zum Glück diese sogenannten ClamAV Unofficial Signatures. Da gibt's, die gibt es als Package für $BSD und $TUX. Kann man auch einfach da mit einem Cron-Job sich automatisch runterladen. Gibt es die Packages dafür, die das dann gleich mit dem ClamAV integrieren. Und das sind dann eben Signaturen von Sane Security, Securite Info, Malware Patrol, OETC dabei und so weiter. Und damit kriegt ihr sogar bei einem ClamAV die Erkennungsrate auf wirklich ein aktuelles Niveau. Und wenn euch das immer noch nicht reicht und die Firma zu viel Geld hat, um es auszugeben, könnt ihr noch dazu Signatures kaufen, die könnt ihr dann auch noch integrieren. Und damit ist es eigentlich eine wirklich gute Lösung. Also wenn ihr das noch nicht habt, wollt ihr euch mal anschauen, das ist echt fein. Ja. Jetzt habt ihr da irgendwo noch so eine Antivirenlösung und 7 Cron-Jobs, die sich darum kümmern, dass das auch funktioniert, das Praktische ist. Den ClamAV könnt ihr gleich mit dem RSpmD gemeinsam integrieren. Also der RSpmD kümmert sich dann auch noch drum. Wenn da ein Attachment ist und das schaut irgendwie, weiß nicht so recht, kann er das auch noch an den ClamAV weitergeben. Ist eigentlich recht praktisch. Jetzt macht unser Mail-Server DNS-Requests, der ClamAV macht DNS-Requests, der Spam-Filter macht ganz viele DNS-Requests, um das zu machen. Langsam wird der DNS-Server vom Provider mit diesen Latenzen dann doch ein bisschen langsam und dann kommt dieses Rate-Limiting und auf einmal kann mein Spam-Filter nicht mehr Spam-Filtern, weil der DNS-Server sagt, NX gibt's nicht, komm später wieder, Server-Fail. Ja, DNS-Cache, ne? Betreiben wir uns mal in unseren eigenen DNS-Cache. Das macht das Ganze von den Latenzen her praktischer. Ja. Jetzt habt ihr halt auch noch einen eigenen Unbound oder DNS-Mask laufen bei euch für einen Spam-Filter. Naja, gut. Kann man schon machen, ne? Ist ja halb so wild. Dann kommt die Userin und sagt, das ist super, ich kriege überhaupt keinen Spam mehr, ich kann mich voll auf die E-Mails konzentrieren, die mich interessieren. Ich kriege davon viele und wenn ich jetzt auf meinem Mobiltelefon danach suche, wenn ich irgendwo im ICE sitze und die Verbindung eher so Edge ist, dann finde ich irgendwie nichts. Das dauert unglaublich lange, weil am Laptop hat euer Mailprogramm ja noch alle E-Mails vom Mailserver lokal gecached und wahrscheinlich auch noch eine Datenbank mit einem Index zum Suchen. Auf eurem Mobiltelefon geht sich das nicht ganz aus. Da sind die 32 GB E-Mails, die ihr so habt, nicht drauf. Der Index auch nicht, weil der existiert dort nicht. Was macht das Mailprogramm am Handy? Du Mailserver, ich hätte da eine Frage. Ich suche da was. Kannst du mir mal helfen? Und der Mailserver sagt, ja klar, ich habe Full-Text-Search implementiert. Was willst du wissen? Kriegst eine Liste mit IDs zurück, da ist das drinnen. Inklusive Attachments. Coole Sache, was brauche ich dafür? Eine Userin, die das requestet, werdet ihr haben. Ist nicht so das Problem normalerweise. Für Dufcat gibt es so Full-Text-Indexer-Extensions. Unterstützt ist da C-Lucene, das ist eine C-Implementation von Lucene-Indexer oder Apache Solr. Solr ist so dieses Voodoo-Ding mit XML-Schema-Files, die ihr auf so einer 2 Kilometer Papierrolle nicht ausdrucken könnt. Und dann muss man da noch irgendwie von Hand drin rumpatchen und außerdem habt ihr euch jetzt Java eingetreten. Praktischerweise funktioniert auch mit OpenJDK. Geht tatsächlich. Also jetzt habt ihr da so einen Full-Text-Search-Indexer mit Java und allem drinnen. Jetzt kommt die Userin, die ihr Mail gefunden hat aus dem Urlaub zurück, ist im Webmail drinnen, weil ich habe da dieses tolle Ding, da kann ich auch meine Urlaubsbenachrichtigung wieder abdrehen. Ist zwar schade, aber es ist bequem.
Und dann habe ich ja noch gleich zwei coole Fotos, weil die Kolleginnen so, haha, ich war in Urlaub, ihr könnt mir gar nichts sehen, dann schicke ich gleich noch zwei Fotos, weil ich bin ja gerade im Webmail und dann geht die Autovervollständigung von den Mailadressen nicht. Weil das Webmail sagt, pff, mit mir sagt immer nur jemand, der fährt auf Urlaub. Ja? Mails hat niemand verschickt, ich kenne niemanden hier. Hm. Kontakte, ne? Wollen wir jetzt irgendwie die Kontakte in das Webmail bringen? Und auf das Handy und auf den Laptop und auf den zweiten Laptop und auf das Tablet auf der Couch. Ja. Nehmen wir den CardDAV-Server, da kann ich das machen, dann synchronisieren die Dinger miteinander. Für so Roundcube-Webmail gibt es auch ein CardDAV-Plugin, das kann ich da reintun. Dann synchronisiert das. So Radical 2 oder Nextcloud oder sowas kann man da nehmen. Und dann kommen die Leute drauf, hey, da gehen auch Kalender. Und für Kalender kann man Einladungen für Events verschicken, per E-Mail. Und die antworten auch, die kommen dann zurück und dann macht mein Kalender das automatisch. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt euch einen CardDAV-CardDAV-Server eingetreten, den könnt ihr jetzt auch noch maintainen. Das ist dann irgendwie in Python oder PHP geschrieben. Der Webserver habt ihr dafür ja schon. Da kommt noch was. Jetzt wäre halt dann praktisch so, mit Mailserver authentifizieren ist einfach. DAVCAD und Postfix und Sieve, die reden alle mit dem gleichen Backend. CardDAV-CardDAV nicht. Hm. So ein Single Sign-On wäre schon nett, oder? Dass sich die Userinnen nur ein Username Passwort merken wollen. Cool. Jetzt habt ihr entweder so eine SQL-Datenbanklösung oder einen LDAP-Server dabei und ein bisschen Sassel zum Authentifizieren. Geht dann aber auch mit dem Webmail und mit der Nextcloud, das authentifiziert alles mit einem. Praktisch. Jetzt reicht es, wenn die Userinnen ein Passwort vergessen und kommen nirgends mehr dran. Ne? Oder ihr sagt mal, verwendet mal so Passwortmanager. Ja. Dann habt ihr ja nicht nur eine Domain auf dem Mail-Server, sondern 7 und 4 davon gehören nicht euch. Die wollt ihr jetzt, dass die Leute, denen diese Domains gehören, selber ihre Userinnen und Accounts anlegen können, weil, oh nee, nicht schon wieder eine Mailadresse anlegen, mach doch den Alias einfach selber. Was geht mich das an? Hm. Gibt so hübsche Webinterfaces, da kann man dann so sagen, ja, du hast übrigens 23 E-Mail-Adressen und 42 Alias frei für deine Domain zur Verfügung, die kannst du jetzt konfigurieren. Ja. Dann habt ihr jetzt so ein GUI für OpenLDAP oder für eben so eine SQL-Lösung laufen. Ja, das ist dieses Admin-GUI. Ihr seht schon, das wächst so über sich hinaus, diese Lösung. Ja, sie wird immer größer. Sie hat sichtlich ein Schwammerl gegessen. Ist jetzt doppelt so groß. Und dann so, Push-Notifications wären aber schon nett, oder? Nein, lasst es. Es ist grauslich. Wenn ihr einen macOS-Mail-Server betreibt, da kann das von alleine. Da ist so, ja, ich will Push und mach mal. Apple-ID geht schon. Alles andere ist so reverse-engineerte Dinge von, ich brauche einen Mac-Server, um mir die Zertifikate von Apple signieren zu lassen. Die kann ich dann rüberspielen auf den anderen und dann habe ich ein Plugin für meinen DAV-Card. Und wenn ein Mail reinkommt, dann schickt der das an den Apple-Push-Server und der dann auf mein iPhone. Geht, aber wollt ihr euch das wirklich antun? Zu Google Cloud Services kann ich nicht sagen, ich habe davon keine Ahnung. Und Outlook auf iOS macht das so, das leakt eure Usernamen und Passwort-Credentials einfach zu Microsoft in die USA in die Cloud. Dort ist ein Server, der pollt eure Mailbox mit euren Passwörtern und wenn da was reinkommt, schicken sie euch eine Push-Message. Machen auch andere. Ist jetzt vielleicht nicht so die lasst diesen Schwachsinn bitte, ja, ernsthaft. Aber vielleicht habt ihr euch jetzt Push eingetreten. Dann kommen die Userinnen und sagen, ich habe ein neues Telefon. Wie richte ich denn das Mail da ein? Kannst du das für mich machen? So, nein, mach selber. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Doku. Doku, ja. Autodiscovery, ne? So, ich mag so Mailadresse, Passwort, krieg das selber raus. Ja, geht schon. Da gibt es so RFC 6186, das implementiert nur niemand. Also, nö. Apple macht was Eigenes, das ist eher undokumentiert. Microsoft macht was Eigenes, das ist gar nicht so doof. Braucht ja allerdings einen Webserver dazu und DNS-Records. Und Mozilla hat für Thunderbird auch noch was Eigenes. Ihr müsst halt alle drei implementieren, damit das wirklich für die gemischten Plattformen so richtig gut funktioniert. Und für Matt schaut es schlecht aus, leider. Und naja, Kalender und so, das wäre halt auch noch praktisch, ne? Weil geht auch, da gibt es was mit SRV-Records und das funktioniert tatsächlich. Braucht so, das ist erstaunlich überschaubar. Wollt ihr haben. Vorteile, ja, weniger Supportaufwand. Funktioniert halt nicht mit Matt. Aber glückliche Userinnen und Autonomie beim Konfigurieren, das ist das, was wir haben wollen und das, was wir, wenn wir administrieren, ja auch allen zur Verfügung stellen, weil dann geben sie Ruhe und ich kann irgendwas anderes machen.
Nachteile, ja, du im Brillenbehirset für alle Welten das Ganze dreimal und wenn du irgendwas ändern willst, musst du es dreimal ändern. Und ja, DNS-Einträge und den Webserver haben wir ja schon, also da wächst jetzt irgendwo da so noch eine Discovery dazu und dann kommst du drauf, oh, ich habe 87 verschiedene DNS-Records. Sind die eigentlich sicher? Auweia. Ja. Nö, sind sie natürlich nicht. Die wenigsten Domains sind wirklich DNS-Sec abgesichert und so weiter. Ganz viele Schmerzen. Aber davon hängt halt ganz viel von unserer Security und von unseren Konfigurationen und von unseren Interaktionen ab. Also, ja, ihr werdet DNS lieben und hassen lernen dafür. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt ein bisschen so ignorieren, weil da wird das Ganze nicht einfacher. 1977 kamen so die ersten sogenannten Message Groups. Das ist das, was wir heutzutage Mailinglisten nennen. Ja? So, ihr kennt das vom Griller, so diese kleinen Zündis für Flame Wars? Ja? Also Listenserver. So ein Schleuder oder Mailman 2 oder Mailman 3, wer mutig ist. Ja, so, du fährst die Pre-Alpha-Version aus dem Git-Repo und patchst sie von Hand noch hin, damit sie funktioniert, weil dann hast du da deinen Mailman Core, dein Postorius, das ist das Webinterface dazu, und HyperKitty, das ist der Archiver dazu. Der kann dann sogar als Mailinglisten-Server mit SPF und DKIM und DMARC signierten Domains umgehen, die Policy sagen, boah, und wenn das nicht von meinem Mailserver kommt, dann weise es ab und das funktioniert immer noch, weil die machen dann Verb, ja, und die können damit umgehen. Ihr lernt so viele neue Abkürzungen lernen. Ganz großartig, ja. Mailman 3, viel Spaß, ja. Drei Open-Source-Projekte, die ein Ding machen und mit eurem tollen Mailserver funktionieren. Wunderbar. Dann habt ihr vielleicht noch so ein Support-Ticket-System. Ja, wenn ihr Glück habt, habt ihr keine Möglichkeit, irgendwie so On-Call-Telefonanrufe für Support zu haben, sondern ein Ticket-System. Mach ein Ticket at eure Domain. Ja. Die Grinse im Raum wissen, dass die Adresse gibt es mit einer bestimmten Domain tatsächlich. Ja. Dieses Ticketsystem ruft natürlich Mailadressen ab und will ja die Antworten wieder verschicken. Das muss jetzt auch noch irgendwie mit dem Ding integrieren und dann kann das die Authentifizierungsmethode aber nicht, die ihr normalerweise verwenden wollt. Kriegt man auch zum Laufen. Marketing sagt dann, übrigens, ich hätte da noch diesen HTML-Newsletter für 73.000 Personen und den würde ich heute Nachmittag gerne da rausschicken. Geht das? Und du sagst, unsere Mail-Queue ist eh gerade Ebbe, die können wir ein bisschen anfüllen. Coole Sache. Und jetzt hat dann eure Engine, die DKIM macht, ganz viel zu tun, E-Mails zu signieren. Ja, jedes Mal den gleichen Scheiß. An tausende Leute. Dann habt ihr vielleicht noch ein paar so Robo-Clients rumlungen. Also so Dinge, die E-Mails verschicken, die aber eigentlich nicht E-Mails verschicken sollten. So Cron. Okay. Services, die keine Authentifizierung können. Cron. Euer Raid. Das, die eine Platte da ist, die blinkt jetzt rot, wollte ich dir übrigens sagen. Gestern schon. Hat nicht geklappt. Ich habe es nicht losgeschickt. Ja. Leute, die eben dann Alerting per E-Mail machen. Da wären die Push-Messages dann praktisch, ne? Wenn die Leute das auch mitkriegen, dass jetzt ein E-Mail mit einem Alert gekommen ist. Gerüchten zufolge gibt es Implementationen von Machine-to-Machine-Kommunikation über E-Mail. Das sind diese ganzen Roboter, die Captures lösen. Ne? Ja, ihr kennt da sicher noch andere Grauslichkeiten, die kann man da so machen. Gut. Das lassen wir außen vor, ja? Da könnt ihr selber damit spielen. Für die Zukunft, Sneak Peek, ja? Exklusive Preview, MTA STS, Mail Transport Agent Strict Transport Security. Ihr kennt das von HTTP, da gibt es HSTS, somit. Ich komme auf eine Webseite, die sagt, und ist übrigens HTTPS und nur HTTPS, wenn du das nächste Mal wiederkommst. HTTP ignorieren Sie bitte. Das ist das Gleiche für StarTLS bei SMTP. Was braucht ihr dafür? Ein DNS-Eintrag. Der ist so, ich bin ein STS-Eintrag, also Strict Transport Security für E-Mail. Und da ist ein Timestamp dabei. Das war das letzte Mal, wo ich ihn abgedatet habe. Und was braucht ihr noch? Einen zweiten DNS-Eintrag. Der sagt nämlich, und wenn da irgendwas schief geht mit dem StarTLS beim SMTP, schick mir bitte einen Report, damit ich das auch erfahre und nachschauen kann, was da kaputt ist. So, ist das eine alte Kiste, wo noch OpenSSL 098 rennt, also wahrscheinlich ein Mac-Server.
Ja, ich betreibe sowas, ich weiß das deswegen. Und der kann halt nur TLS 1.0 und mag irgendwie RC4 oder so. Und euer Mailserver sagt halt so, nö, da spiele ich nicht mehr mit. Und was ihr noch braucht, euer Mailserver muss dann Webserver abrufen können. Nämlich um nachzuschauen in einem bestimmten File, das auf einem Webserver zur Domain liegt. Und was mache ich jetzt damit? Ja, so soll ich das enforcen als Policy und für wen gilt das und wie lange soll ich mir das merken? Und ganz wichtig, das ist ein kleines Textfile. Textfiles sind super, weil sie haben entweder Carriage Returns oder Line Feeds, aber die wollen zwingend im Standard vorgesehen Carriage Return Line Feed. Irgendjemand hat ein Herz für Windows-User. Ihr wisst, wie ihr das in eurem Texteditor der Wahl umkonfigurieren könnt. Vorteile davon sind so, ja, das Start-TLS kann jetzt nicht mehr so rausgefiltert werden. Also ihr habt jetzt quasi Downgrade-Resistance bei SMTP. Das Ding verträgt sich auch explizit mit DANE. Also falls ihr wirklich DNSSEC macht, das steht ist wirklich explizit so formuliert, dass das mit DANE niemals in die Quere kommen darf. Das ist gut. Die Nachteile ist ja mehr DNS-Sachen, die ihr warten müsst. Der Webserver, den habt ihr euch eh schon dran gewöhnt. Braucht ihr schon für 23 andere Dinge. Und ja, aber irgendwie so, STS ist ja schön, aber wenn ich noch nie mit meinem Webserver geredet habe, woher weiß ich denn das? Ah, die IFF hat da eine Idee. Start TLS Everywhere. Schön. Das ist quasi die HSTS-Preload-Liste, die in euren Browser hineinkompiliert ist für Webseiten. Zum Runterladen für Mail-Server. Ist auch cool, ihr ladet jetzt regelmäßig aus dem Internet eine Textliste runter mit IP-Adressen und Mail-Exchangern, die immer sagen, und bei mir ist immer Start-TLS. Ja, jetzt könnte natürlich irgendwer sagen, kann ja nicht so eine Liste schreiben. Ja, nö, die ist GPG-signiert, ne? Also ihr müsst jetzt auch noch GPG-Signaturen von HTTPS-Downloads auf eurem Web-Mail-Server überprüfen. Aber prinzipiell ist die Idee gut, die Umsetzung ist halt so noch in einem Proof-of-Concept-Stadium, also der Cron-Job, der vorgeschlagen wird, um regelmäßig diese Liste runterzuladen, hat halt einen Zeitpunkt und dann schlafen wir so eine random Zeit, eine Stunde und dann kommt irgendwie so ein Shell-Skript mit SH, das was runterlädt. Für das Schlaf irgendwie random, irgendwo zwischen 0 und 3600 Sekunden, verwenden Sie Perl. Was? Warum? Kann man auch lösen. Und weil ja jetzt dann E-Mails mit Mail-Servern weitergeleitet und umgeleitet und nochmal signiert werden und das dekimmt dann von dem Mailinglisten-Server, da kommt immer dann der Mailinglisten-Footer dazu und der verändert ja den Inhalt. Damit ist diese dekim-Signatur mit dem Body nicht mehr zusammen. Dafür gibt es dann Authenticated Received Chain. Ich werde jetzt nicht das B-Wort aussprechen. Damit kann jeder Mail-Server, der das Mail angreift, verändert und weiterreicht, alle Received-Header und Dekim-Signaturen, die vorher drinnen waren, auch nochmal verpacken und mitschicken, sodass ihr dann als Mail-User oder Mail-Server, der dieses Mail schlussendlich empfängt, auch wirklich nachvollziehen könnt, wo dieses Ding überall war. Irgendwelche Begriffe mit Linked-Hash-List sind mir entgegengeworfen worden neulich. Also das ist so, das wird gerade. Also herzlichen Glückwunsch, ich habe jetzt also so ein Newsletter, Tickets, ein Mail, mein Core, ein Postoris, ein Hype. Fazit. Ihr habt, also Mails versenden und empfangen ist jetzt nicht so schwierig. Ein beständiges und feature-complete Mail-System zu betreiben, bisschen mehr Aufwand. Das Attack-Surface angesichts der Programmiersprachen, die da zum Einsatz kommen, ja so Perl, Python, Ruby, PHP, Node.js ist sicher auch noch irgendwo dabei, Shell-Skripte und wenn ihr mit einer Bank zu tun habt, COBOL. Ja. Ihr habt irrsinnig viele Komponenten, das Ganze ist sehr komplex, das alles redet irgendwie miteinander. Ich habe eine abschließende Empfehlung für euch, RFC 7505. Das ist ein gültiger DNS-Eintrag, ja? Bindnotation in MX Priority 0. Das ist ein sogenannter Null-MX-Eintrag und sagt, diese Domain nimmt keine E-Mails. Und zwar gar keine. Vielleicht wollt ihr euch das mal anschauen. Dankeschön.
ich weiß nicht, ob Fragen vorgesehen sind. Im Prinzip bin ich schon ein bisschen über der Zeit. Ich möchte die nächsten Personen, die Vorträge machen, nicht länger aufhalten. Falls ihr Fragen dazu habt, kommt doch mit einem Getränk zu mir. Je später, desto hochprozentiger. Und ich sage Dankeschön, ihr findet mich auf Mastodon auf der kuscheligsten Instanz. Dankeschön.